Und nun schlaf. Die Großmutter macht das Licht aus. Das Wetterleuchten ist vorbei. Der Mann unter dem Laken wirft sich hin und her und murmelt Wörter in einer Sprache, die Lalita nicht versteht. Sie streicht sachte mit der Hand über die Stelle des Lakens, wo sie seinen Kopf vermutet. Wer bist du? Wo ist deine Heimat? Wer sind deine Eltern? Fühl nur, ich bin hier. Es wird alles gut. Hör gut zu. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Schlauchboot ohne Nennung. Marwan Fakuri. Wo bin ich? Wo ist sie? Die Stimme. Ziege, doch keine Schwäne. Konzentrier dich, Marwan. Hirnblutung. Du solltest doch operieren. Marwan soll sich selbst operieren. Hysterie steigt auf. Geht nicht. Der Lachkrampf schüttelt ihn. Er fühlt, wie ihm Tränen in die Augen schießen. Beruhige dich, Mann, beruhige dich. Arabisch. Jemand spricht Arabisch. Marwan lächelt. Bin ich wieder in Aleppo? Bin ich nicht weggelaufen? Kann ich die Entscheidung zurücknehmen? Sie war falsch, versteht ihr? Stopp, zurück. Nochmal letzter Abend. Pause zwischen zwei OPs. Zigarette unter Freunden. Müde Gesichter, grau vor Erschöpfung. Hört ihr mich, Freunde? Wir müssen durchhalten. Egal, wie aussichtslos die Lage ist. Vielleicht gibt es keine Hoffnung mehr für Syrien, aber wir müssen weitermachen, versteht ihr? Wir müssen weitermachen. Er öffnet die Augen. Blau. Wasser. Sonne. Tartus. Hafenstadt am Mittelmeer. Marwans Heimatstadt. Russische Kriegsschiffe draußen an der Mole.